So, damit ein herzliches Willkommen zu LS19 auf der Ravensberg. Wir sind immer noch beim Strommachen, bei mir ist immer noch der Ingo dabei. Hallo. Avideri, servus. Also, wir haben wir da richtig zum Tun. Ja, Ingo, wie läuft's da hinten mit dem Maus an? Nein, es läuft. Es läuft. Es läuft und läuft. Und zirkt der Quadrack? Boah. Wow. Jetzt zirkt durch. Das ist gut. Nichts Ursache läuft. Ja. Wenn's läuft, dann läuft's. Ja. Ein schönes Arbeiten ist es, wie es läuft. Zwei, drei, vier, fünf Bahnen noch. Fünf Bahnen, dann komme ich da kreisweise. Vorerst wieder. Bis dann noch beim Borzen weitergeht. Hehehe. Da haben wir dann wieder fehlt nur. Ah, dann nehmen wir uns aber dann zwei Fräsen. Definitiv. Anhänger haben wir genug. Mhm. Ich meine, ich hole dann die anderen wieder dazu, Anhänger, damit man es zusammenkoppeln kann. Dann kann man miteinander fahren dann. Also ich weiß nicht, da ja fahren mag es nicht. Strau. Dann mag er wieder. Oder irgendetwas. Da mag er es wieder. Da wieder nicht. Vielleicht bist du einfach zu schnell unterwegs. Nein, wenn ich langsam fahre, geht nichts. Nein, wenn ich auf 10 hebe, dann mag er was, dann nimmt er was. Aber ist immer, wenn du fast voll bist, gell? Ja. Mal wieder Zahlen auf 10 schießen. Jetzt machen wir auch wieder, geht's wieder? Auch nicht. Vorne der Tornado ist auch wieder da. Geht da nichts mehr. Schauen wir mal um. Na, und nichts auf. Na, müssen wir ausleihen, hilft nicht. Wollen wir ausleihen. Nicht umwerfen. Aber auch immer noch bis über 53.000 Liter. Ja, definitiv. Das ist definitiv, ja. Wow! Der ist gerade jetzt fast umgeschmissen. Hm? Aber nur fast.
Fahren wir übers Feld drüber, ist eh noch nicht am im Wachsen, aber bald. Weil wir letztes Mal so ärgern müssen mit dem Ding, mit den Gärresten zeigst, mit den Halmer funktioniert das nicht, wie ich meine. Okay. Hab mich da geärgert. Du kannst was fesseln hinten, kannst du auffallen mit den einer Überlauer, Überbringer, Zubringer. Aber du kannst das Halmer, die Halmermaschine kannst nicht auffallen. Mit der das Ding um hat, das Fesseln. Na, das ist schlecht. Und früher ist alles gegangen, du bist hingefahren, zack, eingeladen, fertig, 53.000 Liter rausgefahren. Um 17 Uhr habe ich noch so gespannt beieinander. Da sind schon wieder 6 Paletten Breder dort. Das bringt auch wieder ein bisschen Kohle. Eine Menge sogar. Ja, ich habe auch noch, sag ich mal, 2 Bahnen habe ich noch zum Fahren, dann bin ich mit dem Ansehen auch schon wieder fertig. Ja, mit denen da hinten. Dann haben wir da ja. Rennen zu fahren noch. Ja. Und hab noch 49% Saatgut und 46% Dünger. Ist es gut. Ich brauche wenigstens momentan nicht rumgefahren. Nein, aktuell nicht. Also, ich mein, also die Dinger haben ein bisschen verpackt, die Anhänger. Jetzt nehmen wir wieder auf. Mit 31 ist er gerade hinfahren. Schnell, effektiv und weg damit mit dem Zeug. Ist das schön, eine schöne Lösung gefunden. Ey. Geht schon, Epsi. Wieder ein wenig dicker benannt. Kennt man sofort, wo ich gefahren bin. Da liegt es dicker benannt. Wie ist jetzt das da mit deiner Steuerkonsole? Hast du da noch ein GPS? Oder? Nein. Nein. Ist, nö. Gibt's ja für die Konsolen ja nicht. Das ist ja am PC als Mod, ja. Da gibt's ja direkt ja nicht als Original drauf, nicht. Aber geil war's, GPS. Sollte beim nächsten Mal mit reinkommen. Das war so saugeil. Ja, PC wird es auf jeden Fall dann irgendwann wieder geben, aber auf der Konsole wird eher schlecht ausschauen. Schön wird's, wenn es da rauskommt, aber ja. Meines werden so viele Tasten, wo noch unbelegt waren.
Nein, also bei mir jetzt halt eigentlich nicht, muss ich sagen. Also, jede Tasten da an der Seitenkonsole hat eigentlich eine Belegung. Die kannst du halt auch auf der Konsole nicht ändern, so wie am PC. Aber gut, das ist ja mir Rille, sag ich jetzt mal. Weil die wichtigsten Funktionen haben alle da und das passt. Wo machst du die fest an einem Tisch oder was? Ja, die tust ganz mal am Tisch oder so festmachen. Das hast du unten so. Wie so ein Schraubzwing quasi ist das dann. Mhm. Und daher. Na, da hätte ich keinen Platz nicht. Für Seitenkonsolen. Was sind wir jetzt? Ja, ich hab mir auch bloß einen rollbaren Schreibtisch gekauft, so ein kleiner 24er. Da immer alles drauf tun, also aufheben montiert. Pedale haben unten am Boden, halt, die muss ich umeinander schieben, ein bisschen, wenn es ist. Und das ist nicht tragisch, aber das Lenkrad und die Konsole ist auf dem Tisch befestigt. Das schaut alles nie. Vor So. lauter Streamer für Schauen, habe ich es voll vergessen zum Umdrehen. Na dann kämpfen wir mit dir auf jetzt. Aber wenn's da verkimmst mit dem Ja. Gespann. Und so, ja, ich kämpfe. Wenn nicht, müssen wir es unterteilen und separat abfahren. Muss halt Das schnell geht helfen. schon. Das geht schon. Kommt der Ingo mit dem riesen Gerät. Aber Okay, ich muss mich sowieso noch um Kier kümmern. Ich habe eh noch was zum tun. Bin gestern nicht mehr dazu gekommen zum Kier kümmern. Mensch, der verärgert gleich seine von. Die brauchen da Apps. Oder hiervon, Stroh. und der Def oft. Muss ich überlegen, wie vor. Ja, kann man die durch, dann kann ich schon so vorne. Dass du nicht hängen bleibst. Eben, wegen der Unterführung da. Ist ja das. Wegen der Hähne. Aber strikt quasi, da haben wir keine Unterführung haben. Ah, ich glaube. Letzte hinter. Oder soll ich mal schnell umfahren? Ach, das kriege ich Ich ja. glaube, ich fahre mal um und mache mal vor das Fahrzeug. Warte, ich mache schnell den Streif da fertig da. Ja, ich Ich bin schon am rein. Weg. Bist schon am Weg. Oh, jetzt. Aber weißt du aber schon, dass du Überbreite hast. Ah, rundum leicht noch, das geht schon. Ab 3 Meter und 1 brauchst du eine Sondergenehmigung, gell? Nur dass du Bescheid Ja. weißt. Außer Selbstfahrerspritzen, die darf. So, Ab 3 jetzt aber. Meter und 1 brauchst du eine Sondergenehmigung. Ah, da komme ich schon durch, da passt noch 40 Tonnen dazwischen. Andere Frage, hast du das berechtigt gefunden, an Gustav vom Hof zum Werfer, vom Landhandel? Gustav, der Gustav. Ach so, ja, Mai, ja, so eine Sache. Also, wenn man so geschert ist wie der und da gerade an jeden in Trägheit möchte, dann braucht man sich nicht wundern. Ich finde ja. Ich finde, das war berechtigt, wenn man sich so aufführen muss. Ja, definitiv. Nur recht frech sagen, weißt schon, er soll ja mal nachschauen, ob noch Dünger da ist, weil er einen Dünger braucht. Dann zum Fritzl sagen, schau hier, der ist jetzt abgefahren mit dem Wagen, wo gar nicht abgefahren ist. War schon berechtigt. Dann rennt es ja wieder auf den zweiten Bürgermeister aus. Ja, jetzt hat er es auch geschafft, jetzt ist er Erster. Vorerst. Wollte Dieser gerade sagen, vorerst einmal. gescheiter Nachfolger kommt. Ja, Ja. Rex hat auf Dauer macht das nicht. Nur bis Na, ein Nachfolger da das ist. ist eh klar. So. Dann klappen wir mal die Maschine wieder auf.
wo bist du da auf welchen? Möchtest du dann da oder auch wieder Weizen haben? Jetzt oder? Moment, wo bist du da? Da wo du jetzt Stroh eingefahren hast, da rum. Ach da, da ist mit der Zahl fast verdickt gewesen. Nein, da tun wir nicht einen Weizen auf, da tun wir ihn da hin, tun wir so ja hin. Mhm. Gut. Eine Menge Abwechslung haben. Bei den Unter, wo Mais drauf war, möchte ich noch schnell das mit dem Pflug ein wenig probieren da. Den Pflug, ob er den da zirkt. Da 1050er, aber ich hab's gleich mit dem Ding jetzt mit dem Stroh. Haben wir nur einen Bullock da stehen? Ich hab gesagt mit 1050er. Nein, weil bei mir vor mir steht der Güllefassel. Ja, den muss ich schnell auf Zeiten fahren. Hat noch Gärreste drin oder Rest. Wollte nicht unbedingt wieder mit runternehmen. Mhm. Ja, ist kein Problem. Fahren wir schnell drum rundherum. Gegebenenfalls nur mit dem Einschnei, ist ja wurscht. Oder nimm den Einschnei. Und lass schnell aus. Bin ja gleich fertig, ich hab gerade noch einen Streif. Dann haben wir Stroh auch schon wieder geschafft, schon, ja? Also nicht einmal, ja, was von gestern her eine Stunde dauert. Stunde ist die Straub am Teufel. Gott sei Dank. Ah, oh, das ist schon gewaltig jetzt, was da rausgeht. Muss den Zwei ausladen oder wie den Güllefassler? Ja, aufspringen aufs Feld. Okay. Wenn es funktioniert. Funktioniert es mit dem Drum überhaupt? Oh. Schaut ein wenig zwar brachial krass aus, so ein riesen Case davor, aber am nächsten Tor. So, da, warum habe ich noch was gesehen? Auch noch mal, ja, 500 Liter vielleicht, 1000. Schon mehr wie 500, wie gesagt. So. Bringen wir es zurück, das gute Stück. Dings brauche ich dann allerdings noch, fräsen. Eckst du da das ganze Fett mit Gülle machen oder? Nein, ich möchte gerade das da rausbringen, dass das leer wird. Gut, dann bin ich jetzt gleich. Weil ich da nämlich noch eine Gülle mit abnehmen möchte für die BGA, dann weißt du schon. Okay, ja, ich bin jetzt nämlich gleich. Halt, ich habe jetzt aber einen Fehler gemacht. Sagst du, jetzt habe ich auf die aufpasst da hinten. Und schon fahre ich verkehrt. Ich wollte nämlich die Kühe gleich bis dahin werfen. Dann haben die wieder Stroh. Freilich wäre auf die Wiesen des Stroh gehört. So ein Blödsinn. Komm, stell's gerade her. Wird dir auch nicht stören, da war ich schnell die 5 Minuten. Ah. Da rundherum bist, da war jetzt eh Weihnachten. So, das war jetzt dann eigentlich, damit die Kühe war, Test. Wer bringt jetzt eigentlich mehr der Milch von denen zwei? Jetzt geh her. Brahma bringen 36.000 Liter und
Die anderen sind immer 30.000. Also die schwarz-weißen bringen mehr Milch. Da muss ich eigentlich was dazu sagen. Den Unterschied kennst du, wenn du Seasons drauf hast. Echt? Da kennst du den Unterschied. Aber weil bei Seasons, da bringen die Brahmas, oder wie die heißen, die bringen mehr, wenn du Seasons drauf hast, natürlich. Ja. Ja. Also wenn du nur auf Milch gehst und du speist mit Seasons, ist es empfehlenswert Brahmas. Aber gehst du auf Milch und Ding? Gülle. Ja, das auch, ja genau. Natürlich dann schwarz-weiß. Pustertaler. Die heißen da so, Pustertaler. Ja. Mein Vater Tierpark damals am Pustertaler Stier gehabt. Oh, leck mich am Arsch, war das ein Gerät. Der hat der Kraft gehabt. Das glaube ich schon. Aber da haben wir mit dem Bullock, mit dem Frontlader, haben wir einen Stamm eingefahren, einen Baumstamm, einen richtig schweren. Der Frontlader ist in die Knie gegangen. Okay. Hat quasi hinten auskommen an Bullock. Dann haben wir das Ding da drin gehabt, dann haben die den Stier rausgelassen. Der hat das sicher nicht verreckt gehabt, dass er was zum Spulen hat, hat den Strohballen, den Strohballen, sorry, den Baumstamm umeinander geworfen, das sagst, gibt's das. Dann haben sie sofort wieder einsperren müssen und das Ding wieder raus da müssen, weil er den ganzen Stromzahn aufgehackst hat. Er leckt mich am Arsch, hat der eine Kraft gehabt. Und ja, das Viech in der Früh einmal rauslassen müssen. Oh, leck. Dann sagt, wenn du die anfasst, du Tempo der Tier weg, weil der rennt mit den Händen dran und haut die Tier auf. Das macht er nämlich jedes Mal. Nämlich so einen Macken vor ihm. Ja. Aufgemacht. Wumms hat es da. Hab ich geschrieben, leck mir am Arsch. Und dann dann einmal herrichten, dann einmal die Futterruhen herrichten. Einmal schön dann. Da habe ich herrichten müssen, irgendetwas nicht, aber da was irgendwas bestimmt sauber da müssen. Ich glaube, ein Strunk aber da oder was, ich weiß es nicht mehr, schon so lange her. So, jetzt brauchen wir Silage noch. Eine Silage für die Mischration. Muss unbedingt Mischration herstellen. Ach du Scheiße, jetzt haben wir gestern einen Fehler gebaut. Ich mag wetten, das ist weg. Ist weg. Scheiße! Das ist die Macken von dem Ding. Mist, kann ich wieder alles einwerfen. Gut, muss ich erst heil unter Ah, Strom stimmt, das was drin ist, ist dann weg, gell? holen. Ja, 70.000 Liter heil, 70.000 Liter Strom weg. Stimmt. Ja, ich nehme den eben nicht her, da habe ich auch nicht mehr drüber den Kopf dann. Aber ich hab's gerade drauf gedacht. Ah. Scheiße. Oh mein. Ich muss erstmal das Güllefass auf die Seiten bauen. Ich stehe eh auf der Seite. Steht eh außerhalb vom Feld, dann kann ich gleich umdrehen. Ja, dann holen wir halt wieder etwas, ist doch wurscht. War nicht so, dass wir keine Zeit hätten. Hey, da ist sogar noch Weizen herum. 125.000 Liter haben da noch drin. Hey, wo kommt denn der her?
Zwiebeln hat auch noch drinnen. Kompost habe ich auch noch sogar da. Strohpellets auch noch 210.000 Liter. Ein Dünger und Ding habe ich da herumdrin, gell? Sag gut. Mhm. Heu. 603.000 Liter, nehmen wir jetzt mal 70.000 Liter mit. Ein anderer hat 80.000 waren, ist auch wurscht. Muss ich aufpassen, dass ich dann nicht zu viel vom Ding herbringe. 300.000 Liter gehen rein, 160.000. Auch kann knapp werden. Na, jetzt nehme ich genau 10.000 Liter zu viel. Von das Ding. So. Ah, ist er der Ingo? Sämaschine. Kann man Wochenende öfters machen. Ja. Ob man. Aber ein bisschen ein paar Folgen. Kannst du auch ein paar Folgen in Ding dann schauen. In YouTube. Oder so, das ist. So, Heu. Ach, guck, da ist sogar noch eine Silage hier, den brauche ich gar nicht holen, den ich vorne nicht. Ja, wo ist denn jetzt? Was, ein Hafer habe ich auch noch da. Was tue ich denn mit dem? Kann man auch verkaufen, kann man da Geld. Ja. Oh, mein Mäuschen, ist das schon fertig? Ja, bei mir. Ach, genau. Gib mir noch schön heiß, du hast recht. Das geht einfach vom Oberhaus. Mhm. Muss ich ein wenig angehören lassen. Aber ist gut. Ja. Kommst du bitte, oder? Hm? Kommst du bitte, oder? Ich komm dann bald wieder. Um 6, oder? Nein. Langt das? Halbe Sechse? Halbe Sechse. Gut. Hast du da das Fleisch fertig? Mhm. Der ist schon ein Fleisch fertig. Hm? Hast du da ein Fleisch fertig? Der Hund war jetzt mit der Gabi. Scheiße, das ist für mich. Doch nicht. Geht hier aus. Hat doch
Ich finde das geil. Ich lasse mir das nicht ziehen. Mhm. Mit der Maschine. Mhm. Ein kleiner Imbiss für den Bauern ist schon richtig. Ich finde es jetzt auch geil, wenn man da 250.000 Liter Werfer kann in den Anhänger. Und jetzt passiert, ich muss nicht mehr schauen.
So, da la. Flaschen hat's gebrochen. So. Ja. So, aber für die YouTuber war es jetzt erstmal, haben wir eh schon über der Zeit. Bis demnächst. Tschüss und ciao.